Ich bin Nadine Brömme und ich arbeite im Better Place Lab für ein Projekt, das nennt sich Das Netz, die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Und wie man dem Namen schon entnehmen kann, vernetzen wir alle, die sich gegen Hass im Netz engagieren. Also die Community der digitalen Zivilcourage, also in der Zivilgesellschaft oder auch AktivistInnen, die da etwas dagegen tun, die wollen wir stärken und sichtbar machen, damit sie dem Hass im Netz etwas entgegensetzen. Hate Speech sind Kommentare oder Aussagen im Netz, die sich gegen Gruppierungen von Menschen richten, die verachtende Aussagen enthalten und einen aggressiven Ton haben. Also im Grunde alles, was Menschen degradiert, die einer bestimmten Gruppe angehören. Wenn man sich für die Themen einer offenen Gesellschaft positioniert und Haltung zeigt im Netz als Aktivistin, Aktivist oder auch einfach sich politisch, gesellschaftlich engagiert, dann ist es tatsächlich so, dass es einen auch treffen kann. Vor allem, wenn man einer bestimmten Gruppe von Menschen angehört. Also Menschen mit Migrationshintergrund sind besonders häufig betroffen. Frauen sind besonders häufig betroffen. Digitale Queerfeindlichkeit ist ein Thema. Natürlich alles rund um Antisemitismus, Rassismus. Also wenn man einer Gruppe angehört und sich im Netz oder auch in der Öffentlichkeit positioniert, dann kann es einen treffen. Und in dem Sinne ist eher der Rat, dass die Leute nach draußen gehen sollen und Haltung zeigen sollen. Jeder, der sich im Netz bewegt, sollte auch Verantwortung übernehmen. Es ist schon so, gerade auch Spiele sind ja ein Raum, wo man sich entspannen will. Und es kann nicht immer so sein, dass wenn ich ein Spiel spielen will, dass ich auch sofort irgendwie das Gefühl haben muss, ich muss jetzt politisch aktiv werden. Schützen kann man sich natürlich, indem man seine persönlichen Daten nicht preisgibt. Also indem man vorsichtig ist mit auch privaten Fotos, Personalausweis sowieso nicht. Alles, was datenschutzrechtlich möglich ist, solltet ihr auf jeden Fall machen, damit ihr nicht angegriffen werdet. Oder damit, also es gibt ja auch unterschiedliche Formen digitaler Gewalt. Doxing zum Beispiel bedeutet, dass die persönlichen Daten im Internet verbreitet werden und dann teilweise auch die Adresse und Wohnanschrift. Und das kann dann natürlich super unangenehm sein, wenn man weiß, Rechtsextreme oder auch andere haben diese Adressen und wollen damit was machen. Ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen, wenn man von Hate Speech betroffen ist. Also wenn man Hass erfährt oder jegliche Form digitaler Gewalt, dass man das nicht allein mit sich austrägt. Also man sollte am besten mit Menschen sprechen im direkten Umfeld, die einen auch anhören. Und man sollte natürlich im Internet auch gegen den Hass vorgehen. Also melden bei den sozialen Netzwerken oder über Melde- und Beschwerdestellen. Da gibt es ganz unterschiedliche Angebote, zum Beispiel die Eco-Beschwerdestelle oder Respect. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel Hate Aid, an die man sich wenden kann, die von Hass Betroffene unterstützen, indem sie zum Beispiel psychologische Beratung anbieten, indem sie aber auch den Fall juristisch mitverfolgen. Eine Einzelperson kann, wenn sie Hasskommentare abbekommt, in der Fülle, wie das manchmal bei Hasskampagnen der Fall ist, gar nicht selbst diese Hasskommentare alle blockieren und melden und dokumentieren, um dann gerichtlich dagegen vorzugehen. Und da unterstützt zum Beispiel Hate Aid. Also das ist eine Möglichkeit. Und alles, was einen selbst schützt, also das zu blockieren, melden, diejenigen, die Hass verbreiten, zu muten, das sollte man auf jeden Fall auch tun. Aber ganz wichtig ist nicht allein bleiben damit. Wie man digitale Zivilcourage zeigen kann, da sollte man erstmal dabei anfangen, wie zeige ich überhaupt Zivilcourage? Also wie zeige ich Zivilcourage im analogen Leben? Und der digitale Raum gibt eigentlich sogar noch mehr Möglichkeiten zu intervenieren, nämlich also Gegenrede betreiben oder gegen Hasskommentare vorzugehen, bedeutet nicht gleich in die Diskussion mit Rechtsextremisten oder überhaupt Extremisten zu gehen, sondern man kann einfach auch erstmal ein Like hinterlassen für einen Gegenredekommentar. Zum Beispiel. Oder ich gehe in eine Diskussion rein und lese mir die Kommentare durch und schreibe dann auch noch was dazu. Oder ich sehe, eine Person wird angegriffen und ich schreibe ihr direkt über eine persönliche Nachricht, hey, ich habe das gerade gelesen, das tut mir total leid, brauchst du Unterstützung? Auch sowas ist möglich. Oder wenn ich nicht in dem Sinne als Person aktiv werden will, die sichtbar ist, dann kann ich natürlich auch einfach einen Kommentar, den ich sehe, der eine menschenverachtende Aussage enthält,
melden. Und ich kann auch die Personen anzeigen oder den Avatar letztlich bei den sozialen Netzwerken, dass das gesperrt werden soll. Auch das sind Möglichkeiten. Also eine Person, die angegriffen wird, die kommt persönlich gar nicht hinterher. Also bei diesen orchestrierten Hasskampagnen, die es ja teilweise auch gibt, also wo einfach super viele Leute auf eine Person zugehen und da Hass verbreiten. Und diese Person befindet sich in einem Shitstorm von Hassbotschaften und reagiert erstmal natürlich mit Stress und Angst und kann sich da gar nicht so einfach rausziehen. Und die Person soll dann auch noch die Kommentare melden und blockieren. Das ist eigentlich unmöglich. Deswegen braucht die Person Unterstützung beim Melden und Blockieren von Kommentaren und Personen. Also der Gaming-Bereich ist ja eigentlich ein ziemlich guter Bereich, weil so viel möglich ist. Es spielen, ich glaube, über 2 Milliarden Menschen weltweit, von denen man das weiß, wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr, miteinander, auch mal gegeneinander, aber über Grenzen hinweg. Ne? Also über, egal welches Geschlecht, welche Religion, welche Herkunft, da ist total viel möglich. Und das ist schön, also das funktioniert total gut. Und es ist ein super innovativer Bereich, also Spiele an sich sind auf ganz vielen Ebenen können innovativ sein. Und Spiel macht Spaß. Also es sind eigentlich die besten Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. So. Und jetzt in einer besseren Welt, oder was würde ich mir wünschen, genau das zu fördern und das, was das Ganze beeinträchtigt, also ein toxisches Gegeneinander oder toxisches Verhalten in dem Bereich, was das kaputt macht, dagegen stärker vorzugehen. Also die Publisher, die können natürlich was dagegen tun, wenn gerade Menschen, die sehr präsent sind, also sehr erfolgreiche Player im E-Sport, wenn die sich so verhalten, dass sie Hass und Hetze keinen Raum geben, einen Raum schaffen, der sicher und safe ist, indem sie sowas nicht unterstützen, die zu belohnen, ist natürlich eine Möglichkeit. Also es gibt Punktesysteme, es gibt Badges, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zum Ausdruck bringen kann, dass die Person Verhalten fördert und eine gesunde Community sozusagen unterstützt und aufbaut, die man geben kann. So. Eine andere Strategie ist natürlich, dass Menschen, die sich nicht so verhalten, also die toxische Inhalte verbreiten und toxisches Verhalten fördern, dass die bestraft werden. Das ist hart, wenn man viel, viel Zeit, Stunden, 300, 400, 500 Stunden investiert hat, um einen Avatar aufzubauen oder um einen bestimmten Spielstand zu erreichen und plötzlich gesperrt wird. Also das ist schmerzhaft. Und was macht man dann mit der ganzen Zeit, die man plötzlich hat? Vielleicht ein bisschen nachdenken. So. Also ich glaube, das bringt tatsächlich auch was, das zu bestrafen. Letztlich ist es eine Mischung aus beiden. Also zum einen diejenigen zu belohnen, die einen Beitrag leisten zu einer positiven Diskussionskultur auch im Gaming, und diejenigen zu bestrafen, die das nicht tun. Ich bin keine Psychologin, aber ein Spiel zu spielen und in dieser Gaming-Welt drin zu sein, das ist ein ziemlich immersives Gefühl. Also ich bin da in dieser Welt drin. Ich weiß nicht, was links und rechts passiert. Ich weiß auch nicht, ob Tag oder Nacht ist. Ich bin da voll drin. Ich glaube, diesen Schalter wieder umzulegen, das ist total schwierig im Spiel möglich. Ich glaube, vielleicht sollte man sich einfach, nachdem man gespielt hat und eine Pause macht, Pause machen ist ja eh immer total gut. Und immer wenn man eine Pause macht, sollte man sich mal überlegen, okay, wie war dieses Spiel? Mit wem habe ich interagiert? Was habe ich gemacht? Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Also einmal kurz zu reflektieren, was ist jetzt gerade passiert und was fand ich daran cool, was hat sich vielleicht nicht so gut angefühlt, und das dann mitzunehmen in das nächste Spiel. Vorbilder haben natürlich eine ganz besondere Rolle, weil sie alles, was sie tun und sagen, wird wahrgenommen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, was sie sagen, aber es ist auch für sie eine Chance, einfach die Möglichkeit zu haben, eine Botschaft nach draußen zu senden.
Und die eSports Player Foundation, also die fördert ja genau diese Menschen. Und Respekt und faires Spiel sind einfach Werte, die super wichtig sind. Natürlich auch erfolgreich zu sein, aber dass Performance und Respekt damit zusammenhängen, ist einfach, ist gesetzt. Also man kann nicht performen, ohne respektvoll zu sein. Und genau das sollten Vorbilder und erfolgreiche SpielerInnen vermitteln.